Und wir schauen mal auf das, was gestern und in den vergangenen Tagen so richtig Druck ausgeübt hat, auf diejenigen, nicht nur von Seiten der Regierungschefs der Europäischen Union, sondern auch von der Union, also dem Oppositionsführer, in diesem Fall Friedrich Merz. Wir stehen fast am Ende eines weiteren Tages mit sich dramatisch zuspitzenden Ereignissen in der Ukraine. Wir haben heute den ganzen Tag mit der Bundesregierung, mit einzelnen Vertretern der Bundesregierung, mit den im Bundestag vertretenen Parteien von SPD, FDP und Grünen über eine gemeinsame Vorgehensweise beraten. Ich kann feststellen, dass es uns wahrscheinlich gelingt, für den morgigen Tag eine gemeinsame Entschließung in den Deutschen Bundestag einzubringen, in der SPD, CDU, CSU, FDP und Grüne eine klare Position einnehmen zu dem, was wir in diesen Tagen erleben, aber auch zu den Konsequenzen, die es aus unserer gemeinsamen Sicht daraus gilt, zu ziehen. Sie haben mitbekommen, dass es im Laufe des Tages eine ganze Reihe von Nachrichten gab um zwei Fragen. Die eine betrifft mögliche Waffenlieferungen an die Ukraine. Die zweite betrifft die Einbeziehung von SWIFT in das Sanktionsregime gegen Russland. Zum Thema SWIFT habe ich mich persönlich in den letzten Tagen häufig geäußert. Es ist ein außergewöhnlich scharfes Schwert einer Sanktion. Ich habe aber heute auch im Laufe des Tages gegenüber den Vertretern der Bundesregierung keinen Zweifel daran gelassen, dass ich persönlich, aber auch wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion es für geboten halten, jetzt auch SWIFT in den Kreis der Sanktionen aufzunehmen. Man muss dazu technisch wissen, dass trotz einer Suspension von SWIFT immer noch Rechnungen zu zahlen möglich bleibt, auch für Energielieferungen aus Russland. Es gibt Möglichkeiten, dies trotzdem noch zu vollziehen. Aber die Lage, die sich heute im Laufe des Tages zusätzlich ergeben hat, mit einer völlig hemmungslosen Einbeziehung der Zivilbevölkerung in der Ukraine in diesen Angriffskrieg, erfordert aus unserer Sicht jetzt eine ganz klare, eine sehr eindeutige Antwort, die sämtliche Optionen von Sanktionen auch einbezieht. Das heißt, SWIFT sollte und muss nach unserer festen Überzeugung einbezogen werden in die Sanktionen, die jetzt gegen Russland verhängt werden. Ja, das ist ja auf dem Weg, aber SWIFT ist das eine. Das andere, meine Damen und Herren, das sind Waffenlieferungen in die Ukraine, die jetzt ja freigegeben werden. Das wird einem Kanzler, einem SPD-Kanzler und einem grünen Vizekanzler sicherlich extrem schwer gefallen sein, diese Entscheidung zu fällen, aber auch den Parteien, den entsprechenden. Wir wollen mal schauen, wie man diese Kehrtwendung erklärt. Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD, versucht es. Das ist nicht üblich, dass der Deutsche Bundestag zu einer Sondersitzung an einem solchen Tag zusammentritt, aber die Situation ist der Frage geschuldet, eben dem Angriffsbefehl einer entsetzlichen Barbarei, die von Präsident Putin zu verantworten ist. Der Bundeskanzler wird eine Regierungserklärung halten. Daran schließt sich eine über zweistündige Debatte dann im Deutschen Bundestag an. Ich bin der festen Überzeugung, dass Olaf Scholz nicht nur eben eine Regierungserklärung hält, indem er das berichten kann, was in den letzten Stunden und Tagen innerhalb der Europäischen Union, aber auch mit weiteren Partnern beschlossen ist, sondern wir werden noch mal deutlich machen, dass der Deutsche Bundestag und auf einer Grundlage einer gemeinsamen Resolution der Koalitionsparteien mit der Union auch in dieser existenziellen Herausforderung eine gemeinsame Sprache sprechen werden. Und von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass diese Debatte auch den Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern Halt geben wird. Vielen Dank. Kommen wir zu Ihren Fragen. Herr Buchsteiner war der Erste. Herr Mützenich, was bedeutet die Situation ganz konkret für die Bundeswehr und deren Ausrüstung? Sie haben sich etwas zurückhaltend geäußert, was das Thema Aufrüstung betrifft. Wie gehen Sie jetzt im Parlament damit um? Die Haushaltsberatungen stehen an. Was muss da unmittelbar geschehen? Nun, wir haben im Koalitionsvertrag, aber auch ich persönlich gesagt, die Bundeswehr soll für die Aufträge, die sie erhält, die Ausrüstung bekommen, die dafür notwendig ist. Aber wir können nicht einfach so tun, als wenn es nur eine Frage von Etatansätzen ist. Wir haben den Verteidigungsetat in den letzten Jahren auch immer wieder erhöht, haben das als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten mitgetragen, mussten aber
erleben, dass das Ressort am Ende auch Geld zurückgegeben hat an den Haushaltsgesetzgeber. Und das zeigt, wir haben Nachbesserungsarbeit in der Frage des Beschaffungswesens und vielen anderen Dingen auch. Und ich habe mich eben dafür ausgesprochen, dass wir stärker mit europäischen Partnern, aber auch innerhalb der NATO zusammenarbeiten müssen, uns gegenseitig zu ergänzen. Wir geben 200 Milliarden Euro alleine von Seiten der Mitgliedstaaten der Europäischen Union für Rüstung aus. Und das, glaube ich, deutet schon an, dass wir hier stärker auch zusammenführen müssen, weil das ist ein großer Geldbetrag und der wird sich nicht darin am Ende auflösen, indem wir noch mehr Geld in dieses System auch bringen. Ich bin für eine eben auch letztlich weitere Verstärkung der Bundeswehr in einer Situation, wo mehr und mehr die Bündnisverteidigung in den Vordergrund unserer Sicherheitspolitik rückt. Herr Szymanski. Wir müssen nicht lange waren Waffenlieferungen an die Ukraine ausgeschlossen worden, jetzt kommt es doch dazu. Warum? Naja, das wissen Sie doch, Herr Szymanski, einer besonderen Situation geschuldet. Der russische Präsident hat einen Angriffskrieg befohlen. Wir wollen, dass sich die Ukraine verteidigen kann. Und deswegen ist das in diesem Moment eine richtige Entscheidung gewesen. Und Sie stehen dahinter? Ich stehe hinter dieser Entscheidung der Bundesregierung. Und sie ist eng mit den Koalitionsfraktionen abgesprochen. Zwei Fragen von der dpa. Michael Fischer, wie schnell können die versprochenen Waffen an die Ukraine geliefert werden und kommt diese Hilfe nicht zu spät? Und wie will die SPD Gerhard Schröder dazu bewegen, seine Posten bei russischen Staatsunternehmen aufzugeben? Nun, ich bin sicher, dass in der Zusammenarbeit, und wir haben ja eben auch bestimmte Waffen, die wir an andere Partnerstaaten geliefert hatten, jetzt freigegeben, dass die schnell in die Ukraine auch geliefert werden können. Die ukrainischen Streitkräfte wehren sich gegen diesen Überfall, aber offensichtlich auch viele Freiwillige. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass das, was in die Ukraine geliefert werden kann, relativ schnell auch einen Beitrag dazu leisten kann, auf der einen Seite sich zu erwehren, aber auf der anderen Seite auch Präsident Putin zur Einsicht zu bringen. Was Gerhard Schröder betrifft, bin ich dankbar, dass der Parteivorsitzende Lars Klingbeil gestern, aber auch Stefan Weil, der Ministerpräsident von Niedersachsen, eine klare Erwartungshaltung an Gerhard Schröder gesagt hat. Und ich habe ja auch schon vor einigen Tagen die Erwartung geäußert, dass sich Gerhard Schröder in dieser Zeit vor dem Hintergrund eines befohlenen Angriffskrieges durch Präsident Putin auch zu diesem Schritt entschließen werden könnte.